So, vom stinkenden Fisch kommen wir jetzt zu einem weiteren Kollegen, den Christoph Braun. Der Christoph Braun hat heute einen Vortrag von uns von dem Peter Sitjo, der Geschichte aus dem Leben eines Führungskreises. Oder Sitjo vielleicht auch CTO ausgesprochen. Also mit Wortspielen sind wir ganz oben angekommen. Ein paar Worte noch zu Christoph. Also Christoph ist, glaube ich, tatsächlich bis jetzt ohne Ausnahme jedes Jahr bei der Tour 2000 Teams dabei gewesen. Christoph ist tatsächlich auch der, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern können, der mich damals aus dem agilen Taufbecken gehoben hat. Also man glaubt es kaum, 2013 wird es gewesen sein. Da hat er den vielseits belächelten Stift, also mich damals noch dazu enabled, hier in die agilen Denkweisen einzutauchen. Ich glaube, wenn es den Christoph nicht gegeben hätte, wäre ich heute wahrscheinlich nicht der PO, den ich bin. Also ihr merkt, die Vorschusslorbeeren sind unglaublich groß, Christoph, der Druck steigt. Ich übergebe euch weiter und übergebe natürlich an Christoph. Christoph, viel Spaß. Vielen Dank, ja, willkommen auch von mir. Hauptsache, du übergibst dich nicht, dann ist alles okay, Jan. Kein Problem. Ja, gut. Willkommen zu meinem Vortrag. Peter Sitjo, CTO. Jan hat es schon erklärt, woher es kommt, tolle Geschichten aus dem Leben einer Führungskraft. Ja, ich weiß nicht, wer heute Morgen, oder wahrscheinlich, ich hoffe, viele von euch haben heute Morgen den Keynote von dem Dave Snowden, gehört. Und was mir gut gefallen hat, also einige Sachen, die mir gut gefallen haben, aber eine Sache, die mir besonders gut gefallen hat dabei, war, dass Dave immer wieder kleine Geschichten erzählt hat, um zu illustrieren, was er denn uns erzählen will oder erklären will oder was wir lernen sollen. Und das ist genau das, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist. Wir Menschen lernen natürlich aus Erfahrungen, die wir selbst machen, ganz viel, aber das können wir ja gar nicht alles erfahren, was wir lernen müssen oder wollen. Und deshalb ist das nächstbeste, ist aus Erfahrungen anderer zu lernen. Und da kommen eben diese Geschichten und das Geschichtenerzählen rein. Das hatten wir schon vor, ich weiß nicht, tausenden von Jahren am Lagerfeuer in der ganzen Welt, in ganz vielen Kulturen gemacht. Also es ist so, dass das Geschichtenerzählen für mich dadurch eine ganz wichtige Sache geworden ist, zu sagen, daran kann man ganz viel ableiten, daran kann man ganz viel lernen. Und da ich schon eine Weile unterwegs bin in der IT und als Führungskraft und als Coach oder auch als Mitarbeiter, der geführt wurde und dadurch ganz, ganz viel erlebt habe schon, ist es nicht wirklich überraschend, dass ich eigentlich eine Menge Geschichten zu erzählen habe. Und ich dachte, das ist genau das, was ich jetzt mal bei der Tools for Agile Teams 2020 machen kann. Ja, CTO hat der Jan schon so ein bisschen erklärt. Er ist einfach so ein bisschen versucht, das Wort des CTO zu wandeln. Warum Peter? Peter ist erstmal so ein Name, den kann man leicht nehmen, ohne dass man jetzt an einen bestimmten denkt. Aber muss zugeben, dass ich da an jemanden gedacht habe tatsächlich. Das war einer der ersten Führungskräfte, die ich erlebt habe, die mich beeindruckt haben, im Wesentlichen im Positiven beeindruckt haben, aber auch anderweitig, die aber irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben, wo ich eigentlich viel von gelernt habe und wo vieles, was mich als Führungskraft später ausgemacht hat oder auch als Coach von Führungskräften, ich da auch schon gelernt habe. Dachte, vielleicht kann ich da auch eine Geschichte von aus seinem Leben dann oder aus Erfahrungen, die ich mit ihm hatte, erzählen. Ja, und das Spannende oder ganz Verrückte daran ist, dass ich gestern früh eine E-Mail aufmache und kriegt die Todesanzeige von ihm. Das war völlig, nicht erschütternd, weil er war natürlich auch schon durchaus ein älterer Mann und ich wusste auch nicht, ob er überhaupt sogar noch lebt, wusste ich alles nicht. Aber es hat irgendwie so komisch resoniert mit mir, dass ich jetzt gerade einen Vortrag aufbereite, wo ich seinen Namen dann teilweise sogar benutze, um hier so das alles zu anonymisieren, war eigentlich die Idee dahinter. Ja, aber ich habe mich dann gestern dran gemacht und habe den Vortrag nochmal umgebaut, weil ich ein paar mehr Geschichten aus seinem Leben oder aus seiner Führungsrolle mit reinnehmen wollte und weil ich einfach dachte, das ist mir jetzt wichtig, er hat mir was bedeutet, er hat mich beeinflusst. Wenn der Jan gerade gesagt hat, ich habe Einfluss auf ihn gehabt und auf das, was er jetzt gerade geworden ist, würde ich sagen, das kann man bei dem Peter auch sagen. Das ist nämlich der Peter Paget, der Vorstand bei der Software AG war.
Später auch bei Siemens Nixdorf. Aber ich habe dort auch gearbeitet bei der Software AG und habe viel mit ihm zu tun gehabt. Und das war eine ganz wichtige Zeit. Und deshalb habe ich gedacht, ich kann einfach mal diesen Vortrag, nachdem ich das gestern erfahren habe, dass er gestorben ist, auch ihm widmen. Ja, aber wir wollen gar nicht länger weitermachen. Ich fange dann einfach mal an, die erste Geschichte zu erzählen. Und die erste Geschichte heißt: Peter Sitjo ärgert sich mächtig. Ja, was bedeutet das? Ein klein bisschen ausholen muss ich dafür. Warum ärgert sich Peter Sitjo mächtig oder wie kam es überhaupt dazu? Ja, dann muss ich auch noch den Paul Pullmann mit reinziehen. Der Paul ist nämlich ein Programmierer, der ein paar Jahre aus der Uni jetzt raus ist und jetzt eine neue Stelle bei der Software AG begonnen hat. Und nach den 4 Wochen Trainings, die es da immer gab am Anfang, ist er jetzt so seit ein paar Wochen in der Gruppe, die eines der Produkte der Software AG, eines der Flagship-Produkte, wie man so schön sagt, Natural nämlich, auf andere Plattformen zu heben. Denn Natural gab es im Wesentlichen auf diesen großen Host, diesen Mainframe-Rechner, diesen riesigen Trumm da, die IBM und Siemens-Rechner. Da lief das im Wesentlichen und da hat die Software AG ganz, ganz viel Geld mit verdient auch. Aber man hat dann gesehen, oder gerade der Peter Sitjo hat dann gesehen, hey, wir müssen das auch mal auf andere Plattformen heben, weil andere Plattformen sukzessive wichtiger werden. Und das, die Idee war einfach, ein Port auf den PC zu machen. Und Paul ist dann in diese Gruppe reingekommen, die diesen Port machen sollte. Ja, und war total spannend. Paul hatte jetzt nicht viel Ahnung von Natural und viele der Sachen, die dabei abgingen, kannte er nicht. Er war dann eifrig am Lernen. Aber dann ein paar Wochen, nachdem er da war und die Gruppe immer schön viel gebrainstormt hat und designt hat und gemacht hat, kam dann die Aufforderung, die Gruppe möchte doch mal bitte ihren Fortschritt zeigen. Und da wurde zu einem Meeting eingeladen und alle sollten doch bitte mal erzählen, was sie da gerade so machen und wie sie vorangekommen sind. Und dieses Meeting war dann im Wesentlichen diese ganzen Gurus aus der Mainframe-Welt und noch ein paar andere, die Natural richtig gut kannten und es jetzt aktuell weiterentwickelten und so weiter. Das waren so ein bisschen die Koryphäen in der Firma. Die waren da. Und das hat schon ein bisschen, man wurde dann nervös. Ne? Paul gerade, der neu dabei ist, denkt sich, mal sehen. Aber jeder sollte halt was machen. Also schnappt sich Paul auch so ein Thema, überlegt sich das, analysiert so ein bisschen und kommt auf Ideen, wie man da gewisse Sachen machen könnte und nimmt sich vor, das halt eben so vorzustellen. Ja, das Meeting beginnt. Die Gurus, sage ich mal, sind erwartungsfroh, was sie denn da hören von dem Team. Und das Team erzählt Stück für Stück erstmal so einen Überblick und dann die Einzelteile des Systems von Compiler über Editoren und ich weiß nicht, was alles da drin sah, wie man das angehen wollte. Und die Stimmung schlägt so ein bisschen um, hatte ich den Eindruck, wenn man das so von außen beobachtet. Und alle so ein bisschen Stirnrunzeln, die haben sich manchmal fragend angeschaut. Also ich hatte nicht, der Eindruck entstand, die Leute waren jetzt nicht so richtig begeistert, was da so vorgeführt wurde von dem Portierungsteam. Irgendwann ist Paul dran, Paul schleicht nach vorne, etwas nervös, aber er fängt dann an zu erzählen, was er sich so ausgedacht hatte. Und dann geht die Tür auf und Peter Sitjo kommt rein. Dazu muss man erwähnen, dass er der Erfinder von Natural ist und ihm das auch schon sehr am Herzen lag. Kein Platz frei, er läuft so ein bisschen hin und her hinter den anderen, hinter seinen Gurus und Paul steht vorne am Flipchart und macht so ein bisschen weiter. Der Peter Sitjo redet mit ein paar von den Leuten so ein bisschen und irgendwann mal sagt er so, jetzt reicht's. Und unterbricht Paul und sagt, das ist ja alles Mist. Und redet immer weiter und redet sich in eine regelrechte Rage und wird richtig sauer und brüllt. Und Paul steht vorne und denkt, ihm werden die Haare nach hinten geföhnt vor lauter Schreien oder also zumindest lauter Ansprache, die er erfährt. Und irgendwann mal merkt er, das geht gar nicht mehr um seine Sache, die er da vorgestellt hat, sondern um das Projekt generell und schleicht dann so Schritt für Schritt langsam zu seinem Platz zurück, setzt sich wieder hin. Und nach einer Weile sagt dann Peter Sitjo, Leute, wir brechen das jetzt hier ab. Haltet euch mal bereit, heute Nachmittag reden wir nochmal. Ja, und das Team schleicht sich betröppelt in seine Büros zurück, denkt sich, oh je, was kommt jetzt auf uns zu, was haben wir da jetzt vergeigt und so weiter. Also es war schon eine Situation, wo man denkt, oh je, üble Sache. Am Nachmittag wird dann John, der so ein bisschen dieses ganze Sache koordiniert hat, es gab nicht wirklich einen offiziellen Projektleiter, aber immerhin, John war so ein bisschen der erste Ansprechpartner und Koordinator von diesem PC-Port-Projekt. Der wurde dann zum Peter S. gerufen
Und ja, wir anderen saßen dann, Paul und Konsorten saßen dann und sagen, ja, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und irgendwann kommt John zurück und bevor er viel sagt, zeigt er auf Paul und sagt, jetzt sollst du gehen. Paul sagte, hä, was, ich? Warum muss ich jetzt da zu dem Vorstand von der großen Firma mit ein paar tausend Leuten unter sich? Ich bin gerade hier angekommen, jetzt wieder was von mir. Er hat ihm wohl ganz besonders schlecht gefallen, was ich da gerade gemacht habe. Und jetzt kriege ich einen aufs Dach, bin dann noch in der Probezeit. Gott weiß was, man malt sich dann vielleicht das Schlimmste aus. Paul geht zögerlich zum Vorstandszimmer, kommt da rein, Riesenzimmer, großer Meetingtisch in der Mitte. Da sitzen zwei von diesen Natural Gurus und Peter Sitjo geht auf und ab, ein bisschen immer noch, sagen wir mal, sehr emotional. Und ja, Paul setzt sich dazu und dann passiert was, was Paul überhaupt nicht erwartet hat. Denn der Peter sagt dann, er möchte sich gerne entschuldigen, das wäre nicht okay gewesen, das wäre ein Fehler von ihm, er hätte nicht so ausbrechen müssen, er hätte nicht so laut werden müssen, hat halt vielleicht ein bisschen schlechten Morgen gehabt schon vorher und dann hat ihm das alles nicht so gefallen und da ist er leider so ein bisschen, ja, wir würden mal sagen, ausgerastet und das würde ihm sehr leid tun. Und jetzt wollte er doch nochmal hören, warum ich da vorne gestanden hätte und was ich denn bisher gemacht hätte. Er hatte und so weiter und so weiter. Und Paul sagte, ja, okay, ich habe bisher das und das getan und erzählt noch weiter. Und irgendwann kommt dann die Frage, ja, wie würden Sie das jetzt machen? Wie würden Sie jetzt weiter vorgehen? Wie kommen wir jetzt hier voran? Paul ist völlig verwirrt, weil was fragt der mich jetzt? Ich bin hier gerade neu und ja, irgendwie schießen ihm dann Gedanken durch den Kopf. Er sagt ein paar Sachen und es wird noch ein bisschen weiter diskutiert und irgendwann sagt er, genau so machen wir das jetzt. Also wir brauchen eine engere Zusammenarbeit, so wie Sie das gesagt haben, Herr Pullmann. Wir brauchen eine engere Zusammenarbeit zwischen diesen Gurus, zwischen dem Natural Mainframe Team und dieser Port und das machen Sie jetzt. Sie machen das und Sie kümmern sich mit dem Berthold da drüben. Sie besprechen das zusammen und kriegen das hin. Paul ist ein bisschen geflasht, geht aus dem Meeting raus, geht zurück in sein Team und erzählt davon. Und die sind zwar einerseits total froh, weil na, keine großen, also es gibt einen Weg voran und nicht irgendwie nur Prügel. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar, die wohl ein bisschen na, neidisch sind oder ich weiß nicht auch was. Aber ich sag mal, die Jungs, ja, das passiert dann aber. Das ist ganz normal. Das ist eine andere Geschichte, die erzählen wir dann vielleicht ein andermal. Gut, was mir jetzt wichtig daraus ist, das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte, die ich jetzt erstmal erzählen wollte über Peter Sitjo als CTO einer großen Softwarefirma. Was habe ich jetzt daraus gezogen, also lernen, wenn ich mir das jetzt überlege im Nachhinein, was ist für mich wichtig, was habe ich daraus gelernt, was können wir alle, glaube ich, daraus lernen? Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist und die wir viel zu selten, glaube ich zumindest, betrachten. Ich sehe das nicht, also in den wenigsten Kursen, die ich gesehen habe, oder die ich selbst gebe, also für Führungskräfte oder ob das jetzt irgendwie auf der Uni ist oder. Eine Sache, die Führungskräfte, glaube ich, sich beibringen müssen, ist Gelassenheit. Ja, Gelassenheit ist signifikant wichtig. Ich glaube, man kann ja ganz, 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 ganz viel gewinnen, wenn man seinen Mitarbeitern gegenüber eine Gelassenheit ausstrahlt und sagt, es ist alles, wir kriegen das alles hin, ist alles nicht so schlimm und nicht so, sagen wir, wie eben der Peter Ester so ausgerastet ist, sondern sich wirklich bemüht, den Druck gering zu halten, die Angst ja, zu reduzieren oder ganz aus dem System rauszukriegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, jeder, der heute sagt, ich will Führungskraft sein oder bin Führungskraft, dem möchte ich ganz, ganz ans Herzen legen, überlegt euch, wie ihr es schafft, so gelassen wie möglich zu sein. Gelassen heißt für mich nicht ohne Leidenschaft. Ja, also es gibt so ein super Zitat von Rimbaud, der spricht von brennender Geduld. Ja, das ist eine ganz klasse Sache, finde ich. Und brennend heißt, ist eine Leidenschaft. Aber ich bin trotzdem geduldig und gelassen dabei. Es kann nicht alles sofort passieren. Druck hilft gar nichts. Jeder, der dann diese blöden Sprüche, die ich dann immer mal wieder höre, nur durch Druck entstehen. Diamanten ist ganz schrecklich. Ihr müsst achtsam sein, darauf hören, was die Leute wollen. Selbst eine gewisse, ja, es zu schaffen, ja, von mir aus, meditieren üben, ja. Pausen haben, mal bis 10 zählen, bevor man antwortet, bevor man sich ärgert und zu böse antwortet. Einfach im Moment sein. Das hier steht auch Lächeln. Das finde ich ganz spannend. Es ist tatsächlich so, dass es was macht mit einem, wenn man selbst lächelt. Könnt ihr es ja mal ausprobieren. Lächelt doch einfach mal und überlegt, ob ihr nicht dadurch
merkt, dass man fühlt sich besser. Das allein diese, das ist wirklich eine physische Sache, dieses Lächeln hat Auswirkungen, ich weiß nicht, was genau für Hormone und was auch immer ausgeschüttet werden, aber Lächeln, wenn du selbst lächelst aus eigener Willen her, sagst, ich lächle jetzt mal, auch wenn ich mich vielleicht dazu zwingen muss, ist es tatsächlich so, dass man sich besser fühlt. Ja? Und natürlich gewaltfreie Kommunikation kennen vielleicht die meisten von euch sowieso schon, lernt das. Ja? Versteht, wie gewaltfreie Kommunikation geht. Das ist nicht irgendwie nur keine Schimpfwörter sagen, das ist nicht, was gewaltfreie Kommunikation ist, sondern gewaltfreie Kommunikation ist eine echte Methode. Marshall Rosenberg hat es erfunden, kann man auf jeden Fall leicht nachlesen. Nonviolent Communication oder gewaltfreie Kommunikation, ganz wichtige Sache meines Erachtens, um eben, wie soll ich sagen, auch Probleme ohne mit respektvoll anzusprechen, sagen wir mal so, anderen Leuten gegenüber. Gut, das Zweite, und das war die zweite Hälfte von der Geschichte, würde ich sagen, wo dann Paul zu Peter in das Vorstandszimmer kommt, ist ein gewisses Selbstbild der Führungskraft. Ja? Und das finde ich auch ganz wichtig, eine Führungskraft zu sagen, hey, ich bin der Chef, also weiß ich alles besser und kann mit euch umgehen, wie ich will. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Selbstbild. Und mal dieses Selbstbild sich zu betrachten und selbst überlegen, wie ist denn mein Selbstbild als Führungskraft? Wie sehe ich mich? Was sehe ich als meine Aufgaben? Eigentlich sollte ich mal mir davon ausgehen, dass ich nicht schlauer bin als alle anderen, ja, sondern dass ich sage, ich bin genauso schlau wie auch meine Mitarbeiter oder umgekehrt, meine Mitarbeiter sind genauso schlau wie ich und vielleicht sogar, wissen die sogar mehr über die Fachlichkeit, um die es geht. Idealerweise wissen sie mehr über die Fachlichkeit, um die es geht. Und es ist völlig richtig und gut und es ist keine Schwäche, weil viele Führungskräfte haben Angst davor, sich schwach zu zeigen dadurch. Es ist keine Schwäche zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, wird nicht wieder passieren, ich versuche es zu vermeiden in Zukunft, etc. Das ist ganz wichtig. Und manchmal auch zu sagen, da weiß ich selbst nicht weiter, ich bitte um Hilfe. Kannst du mir da helfen, bitte? Das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke, Leute. Das kann ich euch nur sagen. Also diese Stärke zu zeigen als Führungskraft, dieses Rückgrat zu haben und sagen, das weißt du wahrscheinlich besser, also ich habe keine Ahnung davon, hilf mir doch mal. Oder ich habe da was falsch gemacht, tut mir echt leid. Ja, das ist was, was nicht jede Führungskraft kann und macht. Und ich kann das nur jedem wärmstens ans Herz legen. So, das wären die zwei Sachen, die mir jetzt aus dieser einen Geschichte in den Kopf gekommen sind. Ich mache mal eine zweite Geschichte. Jetzt geht Peter Sitjo spazieren. Ja, tatsächlich ist eine Fortsetzung eigentlich von der vorigen Geschichte. Paul ist immer noch da bei der Software AG, ein Dreivierteljahr später wahrscheinlich. Und Paul arbeitet mit diesem Team, was wir vorhin schon erwähnt haben, zusammen an dieser Portierung und es macht Fortschritte, man kodiert viel, die ganze Designphase ist schon vorbei und man ist jetzt dabei, was zu erstellen und es macht richtig Spaß. Pauls Frau und Kinder sind vielleicht nicht immer ganz so glücklich, weil Paul eben ab und zu vergisst, wie spät es schon ist und immer weitermacht, sitzt dann da schon immer noch um 6:30 vor dem Rechner im Büro und hackt weiter, weil es einfach Spaß macht. Und jetzt Paul sitzt da und irgendwann irgendwie hört er dann so ein Grummeln, so wie so ein Donnergeräusch im Hintergrund, denkt, was ist jetzt hier los? Und wenn er ein bisschen genauer hinhört, merkt er plötzlich, da ist Peter unterwegs. Peter Sitjo ist nämlich jemand, der eine ganz tiefe Stimme hatte und mit dieser tiefen Stimme sich mit anderen unterhalten hat und sozusagen auch dem Paul angekündigt hat, er kommt jetzt mal um die Ecke. Und genauso geschieht es dann. Paul sitzt da, kodiert weiter und Peter kommt um die Ecke, schaut ins Büro ein und sagt, hey Pullmann, wie sieht's denn aus? Was machst du gerade? Kannst du mal zeigen, was du da gerade machst oder läuft es gerade nicht? Und kaum geantwortet, zieht er sich schon einen Stuhl zur Seite und setzt sich nebendran und lässt sich von Paul genau erklären, was denn da so alles jetzt gerade passiert. Und ganz schnell entspannt gehen Diskussionen darüber los oder Gespräche. Diskussionen ist wahrscheinlich das falsche Wort, also so ein interessanter Austausch, so ein Brainstorming-Gespräch, könnte man vielleicht auch so machen. Paul erklärt dem Peter gewisse Sachen, die er nicht kennt, weil er so mit den ganzen PC-Entwicklungen noch nicht so viel zu tun hatte, sondern von der Hostwelt kommt. Peter erklärt dem Paul ein paar Sachen über Natural, die er Paul vielleicht noch nicht wusste. Und man kommt in eine spannende Diskussion.
Und irgendwann nach einer halben Stunde sagt dann Peter, naja gut, Pullmann, ich muss jetzt wieder gehen. Sorry, bis zum nächsten Mal, und marschiert weiter. Und geht vielleicht ein Büro weiter, wo dann vielleicht noch jemand noch länger arbeitet, weiß ich nicht. Oder er geht in sein Büro zurück und arbeitet, weil er oft bis um 11 gearbeitet hat. Das war keine Überraschung, wenn man von ihm dann irgendwie eine Office-Mail bekam, die ganz spät in der Nacht kam. Und ja, Paul war total geflasht und motiviert. Seine Frau und Kinder mussten noch mal eine halbe Stunde länger warten, weil ein paar von den Ideen wollte er dann gleich irgendwie übersetzen ins Programm. Und es war ein super gutes Gefühl für den Paul. Und ja, das war so eine zweite Geschichte aus dieser Welt von damals. Und was lernen wir da draus? Auch wieder jetzt die spannende Frage. Gemba Walk, kennt jemand das? Gemba heißt, jetzt kommt das im Japanischen, und ich glaube, bei Toyota haben die das insbesondere auch praktiziert. Gemba ist die Arbeitsfläche, ist da, wo die Arbeit getan wird. Ja? Und Gemba Walk bedeutet, die Manager gehen dahin, wo die Arbeit gemacht werden. Ja? Nicht, die holen sich die Leute zu sich und lassen sich Bericht erstatten in einem Meeting oder gar bei sich im Büro, sondern sie gehen dahin, wo die Arbeit gemacht werden, und schauen sich das an. Und sind interessiert daran. Und die Manager von Toyota sind ans Fließband gegangen und haben sich angeschaut, wie das da funktioniert und wie es läuft. Wichtig ist natürlich bei so einem Gemba Walk, geht nicht hin und hat vielleicht noch einen Assistenten dabei, der Notizen macht und wirkt so überprüfend und kontrollierend. Das ist ja natürlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Sondern Neugier, aufrichtiges Interesse. Hoffentlich ist es wirklich da. Ja, das sollte man dann zeigen, und man sollte wirklich aus Neugier mit den Leuten reden, auf Augenhöhe mit den Menschen darüber sprechen. Das ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Im weiteren Sinne, man kann seine Mitarbeiter nie genug wertschätzen. Ja, oder vielleicht kann man schon, aber ich behaupte, dass es nicht genug getan wird. Ja, ich glaube, es gibt ja diesen blöden Spruch im Deutschen, nicht gescholten ist genug gelobt. Das ist auch so eine Art von geringfügiger Wertschätzung. Ja? Also, obwohl man glaubt, die Leute sind gut und sich darüber freut, man sagt es ihnen gar nicht. Man weiß gar nicht, wie wertgeschätzt sie sind. Und einfach Interesse an dessen Arbeit zu zeigen, ist eine riesige Wertschätzung insgesamt überhaupt. Das heißt, Interesse zu zeigen, Neugier zu zeigen, aber auch in anderer Form wertschätzen, was dort passiert ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es gibt Theorien, die besagen, man muss für jede Kritik, die man übt, mindestens fünfmal positives Feedback geben, bevor man einmal negatives geben kann. So dieses 5:1 Verhältnis ist notwendig, weil es ungefähr so lange dauert, so ein Tief zu überbrücken mit 5 Loben. Das hat sich irgendwie so, glaube ich, wissenschaftlich und nach verschiedenen Untersuchungen sogar erwiesen. Also loben, wertschätzen, zeigen, dass es einem wichtig ist, ist ganz, ganz signifikant. Und natürlich, man hat Angst. Also die Leute haben vor ihren Chefs irgendwie schon manchmal Angst. Das ist einfach so. Das ist bestimmt nicht in jeder Organisation da, und es ist vielleicht auch nicht so, wenn ich dann Teamleiter anschaue. Aber wenn du in einer großen Firma arbeitest und dann siehst du den musst du plötzlich beim Vorstand auftreten, dann bist du schon nervös und hast auch ein bisschen Angst davor. Und man muss einfach sehen, man ist als Führungskraft ist man in so einer Position, wo man auch Angst erzeugen kann, und man muss ganz bewusst daran arbeiten, diese Angst zu nehmen. Also Angst am Arbeitsplatz ist was ganz Schreckliches. Angst ist auch eine Motivation, ein Motivator, aber eben kein nachhaltiger, guter Motivator. Also Angst macht man gewisse Dinge mal kurz, aber im Prinzip wird man Dinge dann auch schlecht tun und nicht nachhaltig auch nicht die Dinge weitermachen. Angst nehmen, den Leuten Angst nehmen, indem man persönlich mit ihnen spricht, in die Nähe gibt und auch ihnen Sicherheit gibt, dass das interessant ist und wertvoll ist, was man tut. Und überhaupt, generell, was hat er gemacht? Er hat viel über den Paul erfahren. Peter hat einfach Dinge über den Paul erfahren. Wahrscheinlich nicht nur, wie er programmiert und sowas, sondern auch so ein bisschen über seine Art, wie er so ist und wie er es unternimmt. Und ich glaube, eine Sache, die mir dabei einfach auch nochmal wichtig ist, dass man nicht nur diese Zeit nimmt, um dahin zu gehen, sondern dass man sich im Klaren darüber ist, dass man eigentlich als Führungskraft, glaube ich, hauptsächlich sich mit seinen Mitarbeitern beschäftigen sollte. Wenn man sich überlegt, wie viel, das wäre einfach eine spannende Frage, die sich jeder stellen kann, wie viel Zeit nehmt ihr euch vor, um mit euren Mitarbeitern zu sprechen, mit euren Mitarbeitern euch zu beschäftigen und so weiter. Und wie viel Zeit seid ihr in Status-Meetings, in irgendwelchen anderen Meetings? Wie viel Entscheidungssachen macht ihr? Wie viel Expertisen müsst ihr schreiben und dies und das? Das muss delegiert werden. Ihr müsst diese Sachen delegieren. Eigentlich seid ihr als Führungskraft gefragt, eine Umgebung zu schaffen, damit eure Mitarbeiter super arbeiten können und nicht die Arbeit von ihnen zu übernehmen. Dritte
Story, die ich erzählen will. So ein bisschen knapp mit der Zeit, aber irgendwie kriegen wir schon hin. Dritte Story, die ich erzählen will, ist Peter Sitjo ist jetzt im ganz anderen Kontext. Peter Sitjo ist jetzt ein Teamleiter, hat jetzt nicht mehr Vorstand von der, mit ein paar tausend Leuten oder sich, sondern nur ein Teamleiter mit 10 ungefähr und ist da relativ neu reingekommen als Teamleiter in das Team, hat mit jedem seiner Leute, die er da neu hat, erstmal so ein Einführungsgespräch geführt, ein Einzelgespräch geführt, weil ihm das wichtig ist, weil er hat schon verstanden, dass er die Leute kennenlernen muss, so wie ich es eben gerade beschrieben habe. Und jetzt ist er hingegangen und hat gesagt, okay, ich möchte eigentlich regelmäßig mit euch reden. Wir reden zwar vielleicht zwischen Tür und Angel hier und da mal, aber ich möchte das institutionalisieren. Wir vereinbaren alle 2 Wochen so ein kleines, kurzes One-on-One oder Jour fix oder wie man es nennen mag, Gespräch. Und das hat er getan. So, und jetzt sitzt er da und wartet auf seine nächste Person, die kommt. Und das und diese Person ist die Emma. Emma ist eine von den 2 Frauen bei ihm im Team. Und Emma ist so sehr schlaue Frau, Doktor Informatik und macht wirklich ganz wichtige Sachen, auch sehr technisch fortgeschrittene Sachen. Sehr gute Arbeit, findet er und denkt, naja, das wird bestimmt ziemlich easy sein, weil eigentlich gibt es keine Probleme und sie kommt gut voran. Emma kommt und sagt, ah, das wird bestimmt eigentlich gar nicht so problematisch sein, jetzt muss ich wieder mit ihm da sprechen, aber das kriegen wir kurz über die Bühne. Eigentlich möchte ich ja wieder programmieren gehen und designen. Und dann passiert es auch eigentlich im Prinzip so, ja, also, na, wie sieht's aus? Läuft alles gut? Ja, ja, läuft alles gut, wir kommen voran und so, ja, klasse. Ja, dann können wir vielleicht ja schon aufhören. Noch eine Frage von Peter kommt dann so, und wie sieht es so aus dem Team? Wie klappt das dann so im Team? Und plötzlich geht so eine Veränderung bei der Emma vor und Emma sagt dann, Und dann fängt sie so langsam an und kommt ins Reden und Emma denkt dann, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich machen darf und sagen darf und vielleicht schwärze ich da meine Kollegin an und was auch immer. Aber die Hilde die Wilde, ist nicht einfach für Emma. Und Emma und Hilde kommen nicht miteinander gut zurecht. Peter denkt gleich, oh je, Zickenkrieg, und gibt sich fast selbst eine Ohrfeige dafür, weil es natürlich eine schlimme Sache ist, sowas zu sagen, sondern nicht mal, hat es ja zum Glück nicht gesagt, nur gedacht, aber auch das Denken ist schon fragwürdig. Aber egal, Emma kommt so immer mehr ins Reden und sagt, die burschikose Hilde fährt ihr oft über den Mund und ist manchmal sehr, ja, so direkt, dass es unhöflich wirkt für sie und sie fühlt sich verletzt etc. etc. Und ja, sie redet sich da immer mehr in so eine sehr emotionale Situation rein. Peter schaut ihr in die Augen und sieht, wie dann langsam die Augen feucht werden. Zum Glück hat er ein Taschentuch im Schreibtisch, kann ihr das anbieten und es kommt dann echt, es wird richtig schwierig, wenn er denkt, meine Güte, was soll ich jetzt machen? Wie komme ich jetzt damit zurecht? Und sie redet einfach weiter und er hört zu und schaut ihr in die Augen. Und nimmt Anteil an dieser Sache schon, rein durch seine Präsenz und dass er das ernst nimmt und diese Empathie einfach vielleicht ausstrahlt, sage ich mal. Ja, und irgendwann mal kommt dann immer so ein Ende von ihrem vielleicht viertelstündigen Monolog darüber, über diese Situation und hat darüber diskutiert, warum sie das so verletzt und vielleicht auch, warum Hilde so ist, wie sie ist, etc., etc. Und nachdem dann so dieses Ende kommt, sagt dann Peter, ja gut, ich denke, ich muss dann vielleicht mal mit der Hilde reden oder wollen wir gleich zu dritt reden, wie kriegen wir das hin? Und dann sagt Emma, du, brauchen wir nicht. Mir ist irgendwie klar geworden gerade, dass ich eigentlich mal mit der Emma darüber, mit der Hilde darüber sprechen muss und dass wir dann vielleicht dadurch vorankommen. Peter, an mir vorbeigegangen, diese schwierige Situation, denn das sind ja wirklich schwierige Gespräche, so Gespräche zu führen. Ich dachte, oh, gut, okay, machen wir so. Ja, zum gewissen sind auch sogar erleichtert und dann treffen sich 2 Wochen später zum nächsten One-on-One. Und wie läuft's? Wie sieht es aus mit Hilde und so weiter? Ja, sie hatten sich ausgesprochen und jetzt haben sie mal so ein Working Relationship. Sie werden nie beste Freunde werden, das kann man davon ausgehen, aber sie haben mehr Verständnis füreinander und es klappt jetzt. Und vielen, vielen Dank, dass du mir so geholfen hast, Peter. Peter, geholfen? Was? Was ist hier passiert? Kann ich gar nicht verstehen. Ich bin froh, dass es offensichtlich weitergegangen ist, aber geholfen? So, was ist das? Ja, eine Sache, die ich glaube, die so unglaublich wichtig ist und die Peter zu einem gewissen Sinn unbewusst gemacht hat und die man sich bewusst machen muss, ist, wir müssen den Leuten unsere Aufmerksamkeit schenken. Ja, tolles Weihnachtsgeschenk. Schenkt mal allen möglichen Leuten wirklich richtig viel Aufmerksamkeit. Ja, wir wollen den Leuten Aufmerksamkeit schenken.
Und das heißt, gut zuhören, nicht drüber nachdenken, was ich gleich wieder sagen werde und wie ich dann eine Replik auf irgendein Argument geben kann, sondern zuhören heißt wirklich nicht darüber nachzudenken, was ich als nächstes sage, sondern wirklich zuhören heißt zuhören. Ja, richtig aufnehmen, was es ist, Empathie zeigen, es entgegennehmen, Pausen aushalten, manchmal wirklich den Leuten die Chance geben, nochmal weiter zu denken. Viele Leute kommen richtig in Ideenfindung und Gedanken, so wie die Emma plötzlich gemerkt hat, es gibt vielleicht auch Gründe, warum die Hilde so ist, wie sie ist, und kam da zu der Lösung, dass sie eigentlich dieses Gespräch suchen muss, statt nur verärgert und traurig und verletzt zu sein. Und zu sagen, hey, ich komme weiter, indem ich vielleicht mit ihr mal spreche. Und das hat sie einfach nur dadurch, dass sie geredet und geredet hat, kam ihr das selbst plötzlich. Und diese Sache ist eine ganz, ganz signifikante Sache. Leute kommen ins Denken, wenn sie reden, wenn man sie reden lässt und ihnen gut zuhört. Es gibt ein schönes Buch von Nancy Klein, Time to Think, kann ich dazu nur jedem auch empfehlen. Und wenn dann mal so eine Pause kommt, Fragen stellen, nicht sagen, was ist denn jetzt und was machen wir jetzt, sondern eine Frage stellen, also nicht sagen, was wir jetzt machen, sondern fragen, was könnten wir denn machen? Und fragen, wer fragt, der führt, ist so eine Grundsatzaussage. Und außerdem gibt es verschiedene Arten von Fragen, die ich mal aufgelistet habe. Da gibt es bestimmt noch mehr. Die kann ich jetzt nicht alle erklären. Die müsst ihr dann so ein bisschen mal googeln. Das findet man aber raus. Also offene statt geschlossene Fragen sind immer besser. Ja, dann kommen die Leute viel mehr ins Nachdenken, müssen viel mehr über die Antwort nachdenken. Clean Language Questions haben gewisse Prinzipien hinter sich, wo man gewisse... Ja, wir müssen, also bei den Clean Language Questions geht es darum, dass ich auch gewisse Metaphern nutze, die mir mein Gegenüber erwähnt hat, und dass ich eben vertiefend frage, wie genau ist dann das jetzt, was du da gerade gesagt hast, in dem Stile. Da könnt ihr aber auch nachlesen, gibt es ganz klare Fragen, die man dann nutzen kann. Incisive Questions sind auch Fragen, wo man versucht, einen Rahmen, so, sag mal, diesen Tellerrand aufzubrechen, in dem man denkt, man hat irgendwie so einen Rahmen, in dem man sich nur befindet, und kann, die Lösungen müssen irgendwo in dem Rahmen sein. Und dann fragt man ja, wie wäre es, wenn du aber CTO wärst, und was würdest du denn dann machen? Und plötzlich geht das auf und man kann ganz andere Ideen finden. Und das sind lauter solche Sachen. Details müsst ihr dann vielleicht mal ein bisschen nachlesen. Das ist nur so ein Teaser, um euch mal so Ideen zu geben, was man da machen kann. So, noch eine Geschichte, dann ist auch die Zeit auf jeden Fall vorbei. Extrinsische Motivation, das heißt, ja, Peter ist jetzt so ein Abteilungsleiter in der Softwareentwicklung, die Abteilung wächst und wächst, die Teams, das sind so zwei Teams am Anfang, die bauen die Software zusammen, die programmieren und bauen die Software, aber indem die Abteilung wächst, braucht man eher jemanden, der sich dediziert um das ganze Zusammenbauen der Software kümmert, so ein Build-Management, sage ich mal, Continuous Integration, automatisierte Tests, etc. Und wir brauchen da so jemanden, sonst kriegen wir das nicht hin, denkt sich Peter. Und Peter hat zum Glück Maria, die hat nämlich glücklicherweise gerade hier angefangen als Softwareentwicklerin, hat aber früher in ihrer vorigen Stelle genau dieses Bildmanagement gemacht. Also Peter, ich nicht dumm, gehe zu Maria hin und überlege mal, Mensch Maria, du kannst dich doch richtig gut aus damit, kannst du nicht mal 50% deiner Zeit hier um das ganze Bildmanagement kümmern, dann machst du was für unser Team hier, und wir brauchen das einfach jetzt. Und Maria hat gerade angefangen, wird auch ihrem Chef nicht Nein sagen, sagt also klar, mache ich. Und tut das. Und sie macht es richtig gut und alle sind super zufrieden, Peter und das ganze Team. Und sie macht das immer weiter. Und wie es so kommt, wird es mehr. Plötzlich sind es 75%. Irgendwann macht sie nichts mehr anderes. Ja? Dann kommen diese Jahresgespräche und Peter setzt sich mit Maria hin und lobt sie für ihre klasse Arbeit daran. Dann sagt Maria, ja, aber eigentlich will ich ja gerne programmieren, ja, und nicht dieses Bildmanagement machen. Und in dem Moment sagt dann, ja, da war ja, das können wir aber nicht, die können dich nicht verlieren jetzt, das tut uns aber weh, und oh, und also kommt ihm diese brillante Idee, er hat sowieso gerade jemanden eingestellt, der auch Bildmanagement machen könnte, und jetzt, Maria, weißt du was, ich mache dich zum Teamlead vom Bildmanagement. Es gibt ein Bildteam und du bist Teamleader und kriegst eine Gehaltserhöhung, kriegst einen Titel, im Org-Chart geht's eins nach oben und was auch immer, und das machen wir doch. Ja? Und Maria, pfuh, ja klar, natürlich macht sie das, so ein Angebot schlägt man so schnell nicht aus. Also legt sie los und macht das und ist wieder alles gut. Auch als Führungskraft hat sie sich dann sogar bewährt und macht das richtig gut. Und wir sind alle zufrieden und alle sind glücklich. Und kurz vor dem nächsten Jahresgespräch kündigt Maria dann. Und Peter sitzt da und hat
super gute Bildmanagerin verloren und vielleicht auch eine gute Programmiererin verloren. Und Maria, so hört Peter, ist woanders hingegangen als Softwareentwicklerin, nicht als Teamlead oder irgendwas, sondern als Softwareentwicklerin zu einer anderen Firma gegangen, weil es das war, was sie eigentlich wirklich wollte. Und genau das ist das, was ich hier nochmal ganz, was mir nochmal wichtig ist und was wir als Führungskräfte einfach viel zu oft machen. Wir haben diese Karotte und Stock, um zu motivieren. Ja, wir bieten da, wenn du das gut machst, dann kriegst du die Karotte und wenn es schlecht läuft, kriegst du den Stock. Also einfach von außen zu motivieren. Ja, du wirst Teamlead, du kriegst eine Gehaltserhöhung und so weiter. Dann mach doch was, wozu du eigentlich gar keine Lust hast. Hauptsache, ich krieg dich überredet, ich krieg dich motiviert, sowas zu tun. Das klappt bestenfalls kurzfristig. Hat auch da kurzfristig geklappt, aber mittelfristig meistens gar nicht und oft auch überhaupt sowieso nicht. Und in schlechtesten Fällen ist es sogar schädlich. Und das wollen wir unbedingt verhindern. Meistens geht es hier um Gehalt und Geld und variables Gehalt oder Bonuszahlungen etc., die mit Zielen verknüpft sind. Und das ist diese typische Karotte. Aber es gibt auch andere, wie in diese Geschichte schon erzählt hat. Und das, was ich wirklich auffordere an die Mitarbeiter, an die Führungskräfte, ist, versucht zu verstehen, was eure Mitarbeiter wirklich antreibt. Explizit besprechen, was treibt euch denn an, was findet ihr spannend. Lernt die Mitarbeiter kennen, wisst, was sie als Hobby machen etc. Das hat manchmal, da kann man manchmal ganz viel lernen, was sie wirklich antreibt. Ja? Es gibt Hilfsmittel, Moving Motivators, es gibt solche verschiedenen Persönlichkeitstests etc. Alles das sind Hilfsmittel, die mir Informationen geben können, was diese Menschen eigentlich antreibt. Und es ist einfach ganz klar, dass solche zufriedenen und intrinsisch motivierten Mitarbeiter sind viel wertvoller als kurzfristige Erfolge, die ich erzielen kann, indem ich mit der Karotte oder gar mit der drohenden Sache sage, jetzt ist vorbei. Gut, und das war's. Ich bin damit durch. Vielen Dank, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und hoffe, dass euch die Geschichten gefallen haben und dass die Ableitung und das, was man daraus lernen kann, auch ein bisschen was gebracht hat. Dankeschön. Ja, super, Christoph. Vielen Dank für die, wie immer, sehr plastische und bildliche Erläuterung der Vorträge. Wir haben auch tatsächlich keine Fragen. Ich glaube, die Teilnehmer, ja, das ist das erste Mal. Die haben sehr, sehr gebannt deinem Vortrag gelaufen. Es wurde sehr kontrovers diskutiert, Paul, Peter und Mary reingekommen sind. Also von daher, die Analogien waren da. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Vortrag. In diesem Sinne. Okay.